darum gegangen, Gasthäuser neu zu positionieren, bei diesen sehr hohen Volumen eine kontinuierlichere Qualität hinzukriegen, mehr Qualität auf dem Teller, mehr Effizienz und mehr Profit. Als wir uns entschieden haben, eine Produktionsküche zu bauen, haben wir ja verschiedene Mitbewerber gegenübergestellt und sind zum Schluss gekommen, dass ein Tugendoberkochsystem für uns die richtige Variante ist. Weil wir gesagt haben, mit diesen grossen Volumen können wir wirklich zeitversetzt produzieren. Wir können das selber haltbar machen. Und so bringen wir auch die Kontinuität und die Qualität, die wir uns wünschen, in jedem Restaurant auf den Teller, sei das Individualgast oder sei das Gruppengast. Also, wenn ich an die Mitarbeiter denke, da sind wirklich Zweifel und Ängste da gewesen, weil alle geglaubt haben, jetzt produzieren wir im Tal, es gibt einen Einheitsbrei, es schmeckt dann alles gleich. Womöglich verliere ich sogar meinen Job. Das war ein bisschen omnipräsent gewesen. Bei der Bevölkerung im Dorf hat man festgestellt, das hat man gesehen am Tag der offenen Tür, ja, genau das Gleiche, oder? Das produziert dann unten etwas, es geht auf den Berg und am Schluss schmeckt es überall ganz genau gleich. Und diese Ängste oder diese Bedenken, das war eine super Veranstaltung. Dort haben wir den Leuten ein bisschen Wind zum Segel ausnehmen und sie haben besser verstanden, dass es eben eine ganz andere Küche ist.